Schlepperboot ist für seine Größe eines der stärksten Wasserfahrzeuge. Und die Schlepper von Captain Star sind die, die die Docks und Kanäle des großen Big City Ports am Leben halten. Das ist Tax. Beim Wiederaufbau der alten Docks in Big City Port wurden die StarTags und die ZTags dringend benötigt. Sie rissen unbrauchbare Gebäude ab und legten Fundamente mit Ladungen voller Steine. Nun, für diesen Auftrag brauchte ich meine stärkeren Tags, also befreite ich Warrior vom Abfalldienst und Big Mac mit der Steinlieferung zu helfen. Hey Warrior, was für eine Überraschung! Schön, dich mal nicht mit Abfall zu sehen. Danke! Big Mac und ich machen ein tolles Team. Wir bringen diese Ladung viel schneller hin als die Selbsttags. Oh, daran freut mich nicht, Warrior, aber keine Unfälle, ey. Ich werde keinen Unfall bauen, versprochen. Gut, nun, wie wird Warrior? Und vergiss nicht, schön vorsichtig. Was? Ups. Natürlich bin ich das. Ich hoffe, das ist keine allzu schlechte Phase in den Tag für dich. Ich gebe mein Bestes, Sir. Noch nichts kaputt? Gut, mit Volldampf voraus. Ich bin für die zweite Ladung zurück, bevor die Selbsttags Schleppseil sagen können. Tollpatschig war ich mal, aber... Oh, tut mir leid. Ihr solltet aufpassen, wo ihr hinfährt. Ich bin in Eile. Aufpassen? Wir sind nur hier, Junge. Wir sind nur Menschen. Keine Zeit zum Streiten. Muss pünktlich sein. Hey, da ist Izzy. Was ein Schlepptau, wenn ich ihn auch ziehen könnte. Ahoi, Izzy Gomez, wach auf! Siehe, wie spät haben wir? Oh, Warrior, du bist... Bist ein Schlepper? Gib dir einen guten Preis. Ist mir aufgeweckt, um mir Witze zu erzählen, gell? Kein Witz, ich mach dir ein Sonderangebot. Sagen wir, 100? Leg da mal für 10, Gregor. Wechsel mich so früh, hab ganze Tageslicht im Gesicht und das Meer, dass er ruhig ist. Was? Du willst doch nicht alleine rein. Vielleicht ja, vielleicht nein auch. Du bist verrückt, Izzy. Für einen platten Hunderter riskieren, alleine reinzufahren? Außerdem ist es gegen das Gesetz. Ich denke, es ist weniger riskant, als du mich schleppen würdest, gell, Warrior? Sunshine, Little Ditcher und Pearl baggerten draußen an der Mündung. Dies war ein Auftrag, den Sunshine normalerweise genoss. Mach eine gute Schicht, alles geht gut. Stopp das Baggern! Warrior! Oha, morgen Jungs und es sieht aus, als wird heute ein guter Tag. Hey, pass auf! Was ziehst du? Oh, dir ist es aufgefallen. Kein Abfall mehr für mich. Zumindest fürs Erste. Captain Star schickte mich zur Steinlieferung für das neue Dockfundament. Genau das, was zu erwarten war, wenn es ein starker Schlepper ist. Nun, muss jetzt los. Tschüss. Hallo. Glückwunsch, Maria. Oh, Mann. Hey, Little Ditcher, bist du in Ordnung? Mir ist schwindelig. Du kannst dir nicht verkneifen, was? Schau, Pearl. Er wird zum ersten schwimmenden Karussell. Danke dafür, Maria. Keine Zeit, tschüss. Bereit zum Empfang neuer Lieferung. Hier kommt Herr Tollpatsch höchstpersönlich. Yeah. Hey Leute. Morgen, Herr Küstenwärter. Wohin soll ich dieses Lädchen abstellen? Genau hier. Einer der Kräne kann sie entladen. Wo ist der leere Kahn für die Rückfahrt? Du bist der Erste hier. Du müsstest leer zurück zum Steinbruch fahren.
Du bist zu schnell für uns, Warrior. Toll. Ich mach noch ein paar Lieferungen, bevor ich zurück muss. Mehr Moneten für Captain Star. Na, wenn das nicht mein Viejo Amigo Izzy ist. Willst du den Schlepper? Hey, Stars, ist jemand im Mache deine Siesta? Ich hab schon Warrior gesagt, dass ich dich brauch, keinen Schlepper. Oh, entspann deinen Schornstein. Ich hab nur gefragt. Hat dir bereits jemand einen Schlepper versprochen? Ich dich brauche, ich dank's mich ganze Zeit abzuschleppen, okay? Entschuldigung fürs Fragen. Geh lieber schlafen, Izzy. Ihr wollt mich auch abschleppen. Hey, Setzdex. Hau ab, Izzy. Gringos. War ihn so nicht so lang. Gringos. Wer braucht die? Ich denke, ich versuche Segel die Hafen ohne Schlepper. Macht weiter, ich kann mehr als das übernehmen. Wenn's genug ist, sag Bescheid. Nimmst so viel mit, Big Mac? Was hat, wie viel ich transportiere, mit dir zu tun? Nur ein Kommentar am Rande. Nichts weiter. Oder, Jungs? Genau. Schon merkwürdig, wie viel er denkt, er könnte ziehen. 3 Hafentugs der Zero Fleet können höchstens 2 Gähne schleppen. Warrior und ich sind euch voraus. 2 von uns können so viel ziehen. Qualität, Quantität. Ende des Tages werden wir sehen. Passt auf, Jungs. Ich sehe, dass Warrior diesen Morgen wieder nur Mist gebaut hat. Er ist eine Schande. Die Liste war typisch Zoran. Gegen Warrior hetzen, sodass Big Mac der Zorn aufkommt und vergisst, dass sein Kahn immer noch beladen wird, der nun gefährlich tief im Wasser lag. Ja, ich meine, warum versilbert ihn Captain Star nicht an den Schiffsfriedhof? Er ist schlimmer als nutzlos. Nutzlos? Er ist einer unserer besten Arbeiter im Hafen. Halte ich in meiner Gegenwart über ihn raus, Zoran. Hey, Big Mac, Cozy! Oh, hallo, Grampus. Warum? Was ist los? Dein Kahn ist tief im Wasser. Was? Oh nein, nein, mein Kahn. Wartet, das reicht. Ihr müsst ein paar Steine entladen. Mein Kahn ist überfüllt. Überfüllt? Ich dachte, du wärst stärker als wir alle zusammen. Hab nie gesagt, dass ich das nicht schaffe. Na, dann fahr schon los. Lass uns Schwächlinge staunen zusehen. Okay. Pass auf, Grampus. Gib Acht, dass du nicht demoliert bist, Grampus. Wir können zwar lachen, aber mit Ladungen wie diese werden wir nie gewinnen. Sei nicht so dämlich. Mit einem Kahn so tief im Wasser kann er kaum was reißen. Jede Welle wird die Ladung überschwemmen und sinken lassen. Blinkt's langsam. Oh ja, das ist hinterhältig. Gut, Tencent. Nun weiter mit dem Gewässern. Oh, wir zeigen dir, wie es geht. Kommt schon, ihr beiden. Ja. Hä? Was macht Izzy dort? Fährt alleine. Er hat kein Recht. Ohne Schlepper, Izzy. Das ist illegal. Und dämlich. Hey, Izzy, du bist zu nah am Ufer. Viva, viva, viva. Ihr Leute immer versuchen mir zu sagen, ich brauche den Schlepper. Gib mir aus dem Weg, bitte. Die neuen Steinfundamente. Was passiert? Tencent sah, wie er sich auftürmte und anfing seitwärts zu fallen. Schnell, Scuttlebutt, Mighty Moe, gib mir eure Seile. Ich werde ihn allein nicht vom Umfallen hindern. Ich bin gleich bei dir. Nein, warte. Es ist deine Bergung, Tencent, ganz deine. Wen interessiert Bergung? Wir brauchen eure Hilfe. Los jetzt. Du schaffst es, Tencent. Wir müssen ihm helfen. Er kann es nicht alleine. Genau. Und wir bergen beide. Ich hätte mich nicht von Zoran reinlegen lassen sollen, Grampus. Du machst es gut. Bleib einfach konzentriert und ruhig. Gut, dass die Oberfläche heute so flach ist. Jede Welle könnte die Ladung umwerfen, das steht fest. Ja, da hast du Glück. Oh nein! Warrior, fahr langsamer! Abtauchen! Hey Big Mac, wir schlagen die Setstacks. Im Handumdrehen habe ich eine neue Ladung. Warrior, pass auf, deine Wellen versinken meinen Kahn. Warrior! Was ist los? Ich sagte, fahr langsamer, Warrior. Dank dir ist mein Kahn versunken. Aber ich, Big Mac, tut mir leid.
Hol einen Kran, sofort. Ich markiere die Stelle, wo der Kahn gesunken ist. Izzy war in einer gefährlichen Lage. Er hätte umfallen können, wenn Tencent nicht schnell gewesen wäre und ein paar Seile an die alten Gebäude geworfen hätte, um den Trappdampfer gerade zu halten. Ha, der alte Izzy war randvoll. Passt auf, er rutscht! Haltet eure Seile stramm oder wir alle gehen unter! Es war klar, dass Tencent und die Kräne nicht genug waren, um Izzy aufrecht zu halten. Ein Seil machte bereits schlapp. Komm schon, Sip, sag, hilf mir! Ich muss Captain Zero um Erlaubnis fragen. Es ist deine Bergung. Wen interessiert das? Tax helfen sich gegenseitig. Ich hole Hilfe. Ich suche nach Big Mac. Tencent, geht's dir gut? Warum helfen wir diese zwei Idioten nicht? Sip und Zack, die warten, bis ich zum Schiffswrack werde. Nein. Ja, ich werde sie noch melden. Wofür? Tencent hat gesagt, es ist seine Bergung, nicht wahr, Sieb? Nun, ja, ja. Ja, das habt ihr behauptet, nicht ich. Ich komm da nicht hinein, Tencent, ich bin zu hoch. Aber Lord Stinker kann es. Oh, was sag ich da, geh lieber sagen. Oh. Hä? Ich denke, es ist Zeit zu übernehmen, Sieb. Bereit, wenn du es bist. Tencent, halt durch, Tencent. Tolles Timing, Sack. Du hast es ruiniert. Halt durch, Tencent, ich bin da. Zusammen schaffen wir es. Nein, warte, Warrior. Es ist zu riskant. Bleib weg, oder du sinkst ebenso. Wenn ich nur könnte. Warrior, du schaffst es. Izzy bewegt sich. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber... Gute Arbeit, Warrior. Sieht aus, als hätten wir unsere Bergung verloren. Oh, vielleicht auch nicht. Oh, bring dich in Sicherheit, Warrior. Bleib weg. Dieses Mal versage ich nicht. Helfende Hand gefällig, Jungs. Ah, Warrior hat es augenscheinlich unter Kontrolle. Oh, wir hätten es ohne ihn nie so lange ausgehalten. Mighty Mo, Scuttlebutt, macht eure Seile fest. Aye, aye, Sir. Geht klar, Warrior! Der Trappdampfer Izzy Gomez, voller Bananen, wurde letztendlich von den drei Startups von den Steinen geschoben. Ganz geschafft! Ich denke, das macht das Versenken meines Kahns wieder wett, Warrior. Ich finde, das macht alles wett. Was ist los? Ein weiteres von Warriors Desaster, ne? Nun, halt, Jungs, ignorieren Sie, Warrior. Wir wissen, es war nicht deine Schuld. Ihr Zeros seid das Desaster. Sip und Zack haben euch die Möglichkeit am Steinvertrag genommen. Ihr Verhalten war unerhört. Hätte ich nicht besser formulieren können. Was dich angeht, Izzy, mach dich auf eine Meldung gefasst. Ohne einen Schlepper in den Hafen zu fahren, kostet dich eine sanfte Strafe. Es wird toll, Captain Star zu beweisen, dass ich mehr Aufträge selbst ausführen kann. Heute schon 14 Lieferungen und keine Fehler seit heute Morgen. Zumindest keine, von denen ich was weiß. An meine Augen kam Alfalten. Du dummer Rostkübel, warum schaust du nicht, wo du hinfährst? Wo soll ich deines Gedanken fahren? Ich bin bereits seit 2 Jahren hier gefahren. Tut mir leid, war ein langer Tag. Muss wohl eingeschlafen sein. Oh, ungeschickter Spross, dieser Warrior. Wäre nicht halb so bieder ohne ihn. Warrior kracht zwar manchmal in Dinge hinein, doch niemals könnte ich ohne ihn. Ist ein wichtiges Mitglied meines StarTag-Teams. Ein Krieger, sozusagen.